Ja, hallo, Servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück. So, ich habe jetzt mal offline ein WC gebastelt. Wir haben hier, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wo wir bei der letzten Folge stehen geblieben sind. Jedenfalls, wir haben zwei Psychiatrien, wahrscheinlich, weil wir es benötigt haben. Ich habe hier dieses Luxus 1, 2, 3, 4, 5er WC gebaut, mit natürlich auch dementsprechend einigen Waschbecken. Also da sollte sich am wenigsten stauen. Ich befürchte fast, da wird am wenigsten los sein. So, wir drücken auf Play. Mal sehen, was sich so tut. Beförderung. Schon wollen sie wieder Kohle haben. Nicht mal 5 Minuten im Job und schauen wieder Kohle. Na gut, befördern. Herausforderung. Heile 7 Patienten mit Narzissmus. Behandlungsraum, Zirkustherapie. Einer im Krankenhaus. Zeitbegrenzung, Belohnung 5 Ruf. Du hast 3 von 7 Patienten geheilt. Oh. Okay. Tja, ging sich halt nicht ganz aus. Mimenkrise. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Mimenkrise. Die psychiatrische Erkrankung, durch die der Betroffene Objekte wahrnimmt, die real nicht existieren. Oh ja, Pantomimen, ich mag sie nicht. In der Regel Kästen, in denen er gefangen ist. Einige Wissenschaftler spekulieren, Spekulatius, dass der Kasten womöglich simultan existiert und nicht existiert, was zum bekannten Gedankenexperiment Schrödingers Pantomime führt. Wir werden den Patienten sofort hier, ja, Psychiatrie, dort seid ihr gut aufgehoben, wir haben genug Psych... Ah, da haben wir einen! Hey du! Ja, die sind nicht ganz gesund. Gut, wir haben 51.690 Dollar und einen Psychiater zu wenig. Aber Moment mal, ja stimmt, wir haben ja, oh mein Gott, da geht's aber ganz schön rund. Wir bilden ja da gerade die Schwester Ausdauertraining, aber wir haben doch Psychiater ausgebildet. Haben wir nicht? Wo ist denn... Aufnahme. Achso, wir haben unsere Assistent. Das ist jetzt blöd. Okay, dann benötigen wir einen Assistenten. Charlotte. Roffel. Roffel, du schmeißt den Laden jetzt. Du kannst das. Wenn du dich bemühst. So, mal sehen. Charlotte. Jo. Wir benötigen die Patienten. Die Deprikur im Deprimator funktioniert. Da ist auch schon unser erster Pantomime, der hoffentlich... gut versorgt wird. Oje. Tja. Bei dem Clown ging das schief. Wow. 10.000 Dollar Bonus. 100 Kudosch. Wir haben die Mitten University freigeschalten. Tumble freigeschalten. Aufnahme. Was? Aufnahme? Und Posterklanerei. Geschätzter Krankenhausleiter. Ein Stern Krankenhaus. Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern bewertet. Du hast langsam den Dreh raus. Und wie ich sehe, du... und wie ich sehe und zeigst, dass du Mitarbeiter noch intern fördern kannst. Das ist ja schrecklich vielversprechend. Also viel mehr schrecklich. Ja, es ist doch schon ziemlich schrecklich. Erschreckend. Bleib noch ein Weilchen, um die unerfahrene Belegschaft weiter zu fördern oder mach dich auf neue Gefilde in den frostigen Norden. Wir bleiben jetzt nochmal in dem Krankenhaus. Ich habe das gerade erst lieb gewonnen. Aufnahme freigeschalten. Was kann die Aufnahme? Ist das ein Zimmer? Aufnahme. Aufnahme, Personalassistent. Hier können sich Patienten nach ihrer Ankunft im Krankenhaus anmelden. Jede Reise muss irgendwo einen Anfang nehmen. Alles klar. Aber... okay. Wollen wir da... können wir das kombinieren? Achso, das ist jetzt tatsächlich... das würde quasi das ersetzen, oder? Das ist ja nur so eine kleine Aufnahme. Charlotte Roffel. Wollen wir das jetzt vergrößern? Ja, wir wollen das jetzt vergrößern. Charlotte? Du... du gehst mal eine rauchen. Ungültiges Verschieben. Du gehst mal daher. Und wir werden... da jetzt mal die Aufnahme... hinbasteln, nämlich richtig, keine Ahnung. Objekte, Zimmer, Zimmer. Ich weiß jetzt nicht, wie groß. Oh, zu groß. So groß? Ja, Alter, du stehst da im Weg, junger Mann.
So, ich hab den Dreh noch nicht raus, man merkt's. Okay. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr entfernen? So, auf ein neues. Wir gehen mal in die Blickrichtung. Notfalls müssen wir... Den kann ich nicht wegziehen. Wir bauen jetzt einfach über den drüber. Einfach so. Ja, wir sind schlechte Menschen. 1, 2, 3. Ja, das ist blöd. Kaufen das mal. Nicht einstellen, Zimmer. So, auf ein neues. Ah, so gefällt mir das. Nicht? Ja, das sieht schon besser aus. So, dann haben wir da die Klappe. Ein Scheibenkleister. Da wird es kurz grün. Okay, Moment. Dann schieben wir die Klappe. Ungültige Eckplatzierung. Ach, das ist doch kacke. Moment, können wir die Aufnahme? Jo. Na, aber sowas von. Das ist halt blöd, dass das da nicht geht. Oh, Leute, das blinkt immer nur grün. Okay, sorry. Wir haben hier zu wenig Platz. Wir haben zu wenig Platz. Das ist jetzt natürlich doof. Aber... So, wo ist denn jetzt unsere Charlotte? Oh. Oh. So, ja, weiterarbeiten, Charlotte. Tut mir leid, ich wollte dir eine richtig coole Aufnahme basteln, generieren. So, was haben wir denn da für Patienten, die da eintrudeln? Ja, Topfkrankheit und Zuckerkrankheit. Zuckerkrankheit. Clownskrankheit. Beförderung. Willst du befördert werden? Naja, gut, wir werden dich befördern. Ich werf die Kohle einfach wieder raus. Wir sind eigentlich recht gut im Plus. So, was willst du? Verdiene 100.000, sollten wir schaffen. 73.000. Wir haben 74.000 Einnahmen und 32.261 Ausgaben. Also eigentlich läuft sie im Moment. Wir könnten wieder mal Kudosch ausgeben. Oder... Ja, das war natürlich voll sinnvoll. Was fehlt uns da? Umtöpferei. Arzt, Dr. Lester, Korruption. Wie sieht's denn aus, stationstechnisch? Ärzte, 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 die langweilen sich. Wir könnten eine Ausbildung starten. Psychiatrie 2. Verleiht bessere Psychiatriekompetenz oder Diagnostik, Apothekenverwaltung, Geisterjägerei. Ich weiß es gar nicht. Haben wir? Noch sind uns ja, glaube ich, niemand, ist uns niemand gestorben. Wie sieht es denn mit unseren Mitarbeitern aus? Sind das gute Geisterjäger? Ich weiß es nicht, aber wir haben so viele Patienten, die einen an der Klatsche haben. Wir werden einfach Psychiatrie 2 machen. Huhuhuhu. 10 Flocken pro Teilnehmer. Dann werden wir nur dich ausbilden, Herr Facharzt. Mehr können wir eh nicht. So, dann machen wir das. Dann haben wir einen super Psychiater. Easy Scan. Oh, wo war denn der Easy Scan? Medikamentenmixer. Wo war denn unser? Was ist denn der Easy Scan? Deluxe-Entleuchter. Ausbildung in Mechanik. Wir benötigen unbedingt einstellen, Hausmeister. Oh ja. Vivian Aubergine. Wir nehmen dich jetzt mal so. Dann können wir den gleich mal updaten. Und da sollte man vielleicht Mechaniker weiter ausbilden. So, gut. Charlotte Roffel hat das voll im Griff. Der erste Patientenansturm ist massiv zurückgegangen. Kite Grummel, wir haben dich geheilt. Nice, das freut mich. Noch sind wir geil im Plus. Schön, dass ich da jetzt... wir benötigen mal wieder mehr Hausmeister. Nehmen wir dich. So, du kümmerst dich da um die Pflänzchen. Oder? Tust du doch. Nice. Schön. Richard Grummel. Schau, schau. Mal wieder ein Pärchen bei uns arbeiten. Robert Miefig.
Wir stellen dich ein. Nee, wir stellen dich nicht ein. Du kannst nichts, Clive Bonkenheimer. Wir benötigen einen Arzt, der nichts kann, oder? Ernie Goose. Ja, wir machen das. Wir nehmen noch den Bonkenheimer. Den können wir ja vielleicht noch ausbilden. Und wir haben 135 Kudosch. Wollen wir mal schauen, ob wir irgendwas Cooles freischalten können? Schon gewusst, Reiterfinanzen. Ja, das habe ich noch nie irgendwie genauer detailliert angesehen. Es macht ja auch keinen Sinn. Was wollen wir denn freischalten? Silberne Bank. Energy Drink Automat. 200 Kudosch. 300 Kudosch. Klimaanlage. Wir sind noch nicht. Ich weiß, es gibt eine Wüstenwelt. Da sind wir noch nicht. Also werde ich das jetzt mal einfach so stehen lassen. Wobei wir könnten... Wollen wir die jetzt schon kaufen? Weil ganz ehrlich, ich Spielautomat und so. Zeitschriftenständer würde Sinn machen. Wer mit der Auswahl nicht zufrieden ist, soll sich in eine Bibliothek verziehen. Trophäenschrank. Stammt vom Flohmarkt. Muss aber keiner wissen. Ich meine, 100 Kudosch ist mir jetzt auch ein bisschen zu derb. So. Die hat jetzt den Medikamentenmixer geupdatet. Deprimator. Wo haben wir denn noch ein Gerät, das wir updaten können? Können wir dich updaten? Die Luxentleuchter 2, damit das gut läuft. Und wir kümmern uns weiter ums Show. Ja, genau, es ist soweit, unsere jährlichen Auszeichnungen. Bin gespannt, neues Krankenhaus, neue Runde. Eieiei. Öffnen. Dr. Gil Schweiß. Danke, Arzt des Jahres. Gehört schon mal uns, Krankenpfleger des Jahres. Ich hoffe, die Gehaltserhöhungen haben sich ausgezahlt. Mabel Muffin. Immer wieder eine Freude, Muffins. So. Aufsteigender Stern. Aber Makrele. Na, Makrele. So, Arbeitgeber des Jahres. Das kann doch nur und jetzt ich sein. Dankeschön. Das könnte man vielleicht sogar erstmalig in der Geschichte dieses Let's Plays schaffen. Und? Haben wir es diesmal? Wieso denn? Ist uns schon wieder wer über den Jordan gegangen, ohne dass ich es mitbekommen habe? Bestes Lehrkrankenhaus, das sind wir. Nicht. Patientenpreis? Leute! Die wissen das einfach nicht zu schätzen. Wir haben den Arzt des Jahres, den Krankenpfleger des Jahres, einen aufsteigenden Stern. Wir sind Arbeitgeber des Jahres und die Patienten schätzen das nicht. Krankenhaus mit dem höchsten Prestige. Ich glaube nicht, dass wir das werden nach dieser... Komischerweise werden wir es. Okay. Dankeschön. So, Dirk. Diagnosebeschluss. Einer unserer Patienten, Bob Solomo, hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind uns mit der Diagnose aber nur zu 82% sicher. Wir können ihn bitten zu warten, bis weitere Diagnosezimmer verfügbar sind, das Risiko einer Behandlung eingehen oder ihn nach Hause schicken. Was möchten Sie tun? Pff. Schwierig. Patient behandeln. Sehr gut. Wir haben den Wunsch von bla 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 90 Tage. Nice. Haben wir geschafft. Okay, also das ist... Bob Solomo, weitere Diagnose benötigt. Ja gut, wir haben Ärztezimmer, allgemeine Diagnose. Haben wir schon irgendwas Spezielles, eine Spezialdiagnose oder so? Achso, da müssten wir vielleicht, ja, alles klar. Eine Diagnoseausbildung, vielleicht deshalb. Ich glaube, wir werden den armen Bob Solomo jetzt behandeln und er wird es nicht überstehen. Befürchte ich fast mal. Psychiatrie 2, na gut, wir können dann mal sehen. Starten wir gleich mal in den nächsten. Diagnostik, ja. Das werden wir jetzt machen. Diagnostik. Wir haben einen eigenen, Leertempo 130. Oh, wow, wow, wow. Richtig geil. Mabel Muffin. Und Schwester Ava, wir werden dich mal als Diagnostikerin 2. Ja, wir hätten den jetzt, ah verdammt, wir schicken den jetzt zur Behandlung und das geht schief. Aber jetzt haben wir da zumindest die. Mabel Muffin wird zur Diagnostikerin Level 2. Müssen wir nichts reparieren. Haben wir irgendwelche Geräte, die wir noch updaten können? Umtöpfer. Upgraden.
So, Psychiatrie läuft. Du wartest mal, junger Mann. Donald Trellis, Entenschnute. Medimixer 2, was haben wir da? Lykanthropie entdeckt. Unsere Gäste. Ich soll schlafen gehen. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Lykanthropie. Lykanthropie wurde einst für ausgerottet gehalten, tritt aber nun aber wieder in verschiedenen gefährlichen Wäldern im ganzen Land auf. Die Krankheit wird durch direkte Bestrahlung von Vollmondlicht ausgelöst oder womöglich über Türklinken übertragen. Forscher sind sich darüber noch uneinig. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierher schicken. Apotheke, wir wollen den Werwolf sehen. Wo ist er? Lykanthropie. Bist du der Werwolf? Ja, wo ist der Easy-Scan? I'm not really sure. Haben wir irgendwo einen Easy-Scan stehen? Das ist der Easy-Scan! Alles klar, so. Lykanthropie. Schade. Das ist doch die Apotheke. Lykanthrop. Na, der sieht aber ganz normal aus. Ich dachte, wir sind da jetzt ein kleines Werwölfchen. Dann halt nicht. So. Wie sieht's immer aus? Ja, ganz gut. Ich wüsste jetzt auch gar nichts, ob wir da jetzt noch was dazu bauen sollen. Wir haben die Patienten in dem kleinen Spitälchen richtig schön am Laufen. Oje. Entenschnute fehlgeschlagen. Das tut mir leid, Weiterbildung benötigt. Gil Schweiß hat im Büro viel Erfahrung gesammelt, sie kann zur Fachärztin befördert werden. Sobald sie die benötigte Weiterbildung abgeschlossen hat, eine neue Qualifikation wird ihre Fähigkeiten verbessern. Die Beförderung von Rang Ärztin zu Fachärztin. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt weiterbilden. Jetzt. Hinweis, momentan sind 9 weitere Mitarbeiter für eine Weiterbildung bereit. 0 von 1 Weiterbildungszimmern stehen zur Verfügung. Ach du Schande. Wir brauchen noch ein Weiterbildungszimmer. Das werden wir da jetzt herbauen. Zimmer. Weiterbildung. So, und vielleicht geht das ja jetzt, so wie ich es eigentlich ursprünglich machen wollte, dass wir 1, 2, 3, oh ja, jetzt geht's. 4, 5, 6. So, wir haben ein Rednerpult, wir haben Display-Dingsy, Aktenschrank brauchen wir ja nicht wirklich da drinnen. Feuerlöscher baue ich jetzt keinen ein, die sollen halt aufs Rauchen verzichten, aber eine Pflanze. Postererleuchtung. Lernt was, ihr Schwachmaten. Anatomie des Gehirns. Rohrschachttest. Wir knallen da jetzt alles rein, was wir haben. Gasplanktrunk. Ah ja, wir haben... Trunk. Druck. Wir haben jetzt noch immer nicht... So, Zertifikat dran. Da eins dran. Da eins dran, damit sie wissen, was Sache ist. Du bekommst auch ein Zertifikat. Du wurdest gerade befördert. So. Schwupps. Und... Da können wir jetzt gleich. So, was wollten die jetzt von uns? Oho. Instandhaltung 2, 3, Mechanik, Diagnostik, Psychiatrie, Facharztausbildung, Stationsverwaltung, Behandlung allgemein. Moment. So, jetzt weiterbilden. Und dann nehmen wir noch ein paar dazu. Kundenbetreuung, Nachwuchspfleger, Nachwuchsschwester, mit Molly Pomp und so. Lauter nach. Nehmen wir die Aubergine mit dazu. Und den Medizinstudenten, der soll mal was lernen, was Vernünftiges. Und was haben wir jetzt für Kurse? Erhöht Lern- und Lehrtempo im Weiterbildungszimmer, plus 50 Personal mit dieser Ausbildung. Für Weiterbildung geeignetes Personal 10. Nee. Müssen wir das jetzt auswählen? Weiterbildungslehrgang. Behandlung. Wollen wir eine Gast? Nein, das kostet einfach zu viel Geld. Charlotte, übernehmen Sie das. Die ist frei. So, Kurs starten. Und jetzt bin ich gespannt, weil jetzt müsste die Hälfte unserer Belegschaft da im Kurs sitzen. So, das wartet alles aufs geupdatet werden. Wir lassen das jetzt einfach mal laufen.
Naja, zumindest ist einer erschienen. Da ist jetzt Charlotte Roffel. Die hält den Kurs. So, wo ist denn der Rest jetzt? Ah, da. Da trudeln sie ein, oder? Gil Schweiß, ab zum Kurs mit dir. Können wir da vielleicht noch eine Apotheke dran klatschen? Wobei, wir brauchen da nicht viel, da tut sich nichts. Wir sollten vielleicht den Psychiater ausbilden, ha? Da kommen lauter Mimenkrise, da kommen lauter depressive Leute raus. Beförderung. Silvia Schachler, keine Ahnung, was du machst. Ich habe keine Zeit zu lesen. Wir befördern dich jetzt mal. So, 20 Minuten. Ich mache, ja, einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.